Ach Leute, willkommen zu Gaming. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir etwas Besonderes, wie jedes Mal für euch, nämlich The Binding of Isaac. Ist ein Titel auf Steam, kostet 5 Euro, gibt es einen Soundtrack, den man sich zusätzlich herunterladen kann, der, glaube ich, kostet 1 Euro, lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr werdet nun eine Serie sehen, ab heute startend, über 5 Spiele verteilt, die alle einen gewissen Zeichen, Stil, beziehungsweise gewissen Stil haben, der mir sehr gut gefällt. Und ich freue mich, euch den zu zeigen, was ich daran so toll finde. Und vielleicht gefallen euch die Spiele ja auch. Schreibt mir dann in die Comments, was ihr von diesen haltet. Wie gesagt, wir fangen heute an mit The Binding of Isaac. Das werde ich die ersten 20 Minuten für euch spielen, euch die Spielmechanik näher bringen. Und wenn es euch gefällt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Mich würde es sehr interessieren, was ihr von diesem Spiel haltet, weil es schon sehr speziell ist. Mir macht es sehr großen Spaß. Ich habe es jetzt 3 Stunden gespielt und werde es wahrscheinlich auch noch weitere 30 Stunden spielen. Und jetzt ohne lange Umschweife zu unserem Spiel, The Binding of Isaac und alles, was dahinter steckt, denn es steckt viel dahinter. So, da sind wir auch schon mitten im Spiel. Stöpselnei. Hier sehen wir gerade die Steuerelemente, die wir haben. Mit den Pfeiltasten schießen wir. Mit E können wir Bomben ablegen. Und bewegen können wir uns mit WASD, nenn ich's mal. Die Level sind computergeneriert. Es gibt wirklich jede Menge Gegner. Und wie man gesehen hat, man kann bis zu 5 Charaktere, meine ich, freischalten. Es gibt viele Items, die man sammeln kann. Ich schätze mal, so 50 werden es sein. Dann gibt es Geheimnisse. Davon gibt es 64, was wirklich eine ganz schöne Menge ist. Die Dungeons, nenne ich sie mal, sind computergeneriert. Also sehr random alles. Und im Prinzip geht es darum, wir bewegen uns immer durch das Dungeon. Wir können jetzt hier auch gleich mal zu dem ersten Endgegner gehen und dann auch weitergehen. Die Endgegner sind sehr unterschiedlich, aber was mir gefällt, ist der Grafikstil, dieser sehr minimalistisch gehaltene, der Humor, falls man das Humor nennen kann, beziehungsweise der Ideenreichtum in dieser wirklich minimalistischen Welt. Und man kann nur sagen, es ist relativ komplex für so ein einfaches Spielprinzip, was mir sehr gut gefällt. Und ich denke mir immer, nichts geiler wäre es, sowas auf einem iPhone zu spielen für zwischendurch. Es gibt, wie ich gesehen habe, verschiedene Endings, was ich auch sehr nett finde. Es gibt massig, also wirklich massig Gegner. Es ist relativ schwierig, wie ich finde. Also rein vom Schwierigkeitsgrad, man kann es, glaube ich, wenn man einigermaßen drin ist in der Steuerung, es in einer halben Stunde durchspielen. Man kann hier die Herzblöcke einsammeln. Und jetzt habe ich sogar noch ein Herz dazu bekommen. Die Charaktere, die man spielt, haben auch unterschiedliche Fähigkeiten, wie man sieht. Und ich werde mich jetzt noch weiter in dem Dungeon umgucken, was es sonst noch gibt. Von der Geschichte her ist es relativ schnell erklärt. Wir spielen Isaac oder einen seiner Komparten, die eben in dieses Dungeon runter sind, weil Isaacs Mutter ein Opfer bringen soll für Gott, weil sie ist sehr gläubig und das Opfer ist halt nichts Geringeres als das Leben ihres Sohnes. Und aus
voller Angst. Er hat schon nichts mal mehr, wo es sich zu leben lohnt. Wird weggesperrt von ihr. Flüchtet er sich eben durch eine Falltür in die Tiefe unter des Hauses. Da jetzt eben wieder rauskommen. Man kann sich wahrscheinlich schon denken, worauf alles hinauslaufen wird. Wobei ich gestehen muss, ich habe das Ende bis jetzt noch nie gesehen. Keins von den, ich denke mal, 4, 5 Enden gibt's. Also so sah es jedenfalls für mich aus. Ich finde das Gegnerdesign enorm lustig. Es ist zum Teil zwar geschmacklos, aber ich finde die ganzen Sachen enorm lustig und man muss wirklich lange spielen, um wirklich alles mal gesehen zu haben. Nein. Wieso kann der da drüber? Und wer übrigens immer noch nicht weiß, mit was ich mich hier verteidige, es sind seine Tränen. Und es Lustige ist, wenn ich zum Beispiel einen Kakao finde und den trinke, dann bekomme ich Kakaotränen. Man kann sogar einen Pakt mit dem Teufel schließen oder mit irgendeinem Dämon und dann hat man Bluttränen. Und in solchen Scheißhaufen, die blockieren mir nicht nur den Weg, da finden sich manchmal sogar nützliche Items. Ich finde es nett, dass das Spiel eine gewisse Physik-Engine hat, dass wenn ich mich zur Seite bewege, die Tränen auch zur Seite fliegen, so als hätten sie den gleichen Impuls. Da kann man schon sehr taktisch zugange sein. Wieder ein Herz, halbes Herz verloren. Wenn man natürlich verreckt, muss man ganz von vorne anfangen. Aber da es random Dungeons sind, stört das einen nicht, weil man nicht immer das gleiche spielt. Und ich habe bis jetzt wirklich noch nichts Gleiches gespielt. Es ist bis jetzt immer was anderes gewesen. So. Sehr blutig, wie man sieht. Also zu den ganzen Items kann ich nur sagen, spielt es selber und lasst euch überraschen, was es da so gibt. Da ich zwei Bomben habe, auf E kann ich Bombe setzen. Es gibt auch einen Gegner, der ist so ein bisschen wie Bomberman, der schmeißt Bomben nach ein. Was ich auch wieder sehr cool finde. Das erinnert auch natürlich von der Spielmechanik an Zelda. Es gibt Dinge, die man kaufen kann. Ja, das hat mir jetzt noch nichts gebracht. Das gekauft, weil mein Leben voll ist, aber egal. Es geht runter. Vor allem die Geheimnisse sind sehr schön. Oha. Es gibt natürlich auch Gegner, die ähneln sich. Es gibt eben diese Fliegen. Wieso kann ich dich nicht treffen? Kabam! Zudem gibt es noch Pillen, die man finden kann. Und irgendwelche Karten. Book of the Shadows. Space to use. Das werden wir nicht gleich usen. Jetzt haben wir einen gewissen Schutz. Das ist sehr geil. Und wie man sieht, da muss ich dann auch aufladen, der Schutz. Das ist, glaube ich, nach je mehr ich Gegner ich besiege, dann kann ich den wieder benutzen. Wie man sieht, es gibt also auch verschiedene Items.
Pillen und solche irgendwelche komischen Fortune-Karten kann ich dann mit Q benutzen. Sind dann unabhängig voneinander. Und bis jetzt läuft es eigentlich sehr gut. Da muss ich sagen, ich nehme das hier mit Mac auf, was auch ein sehr großer Vorteil ist als Mac-User, dass es auch auf Mac funktioniert. Boah. Alter. Und jetzt werde ich auch mal nach oben gehen, weil ich habe genügend Leben. Hier nach rechts, um mich hier noch ein bisschen umzugucken. Vielleicht findet man nämlich noch was, was halt nicht schlecht wäre. Nein, leider nicht. Hat sich ja doch wieder gelohnt. Bombe eingesammelt. So, jetzt laufen alles wieder zurück. Mein Charakter, den habe ich freigespielt, der ist auch ein bisschen schneller. Es gibt auch wieder Achievements, wie bei Steam so üblich. Finde ich alles sehr nett. Und man muss sagen, der Soundtrack, der wird dann unter Steam Musik gespeichert. Also wenn man sich den dazu kauft, ich habe ihn lange gesucht. Und ich dachte, man kann den über Steam direkt anwählen, aber den hat man dann als Ordner, der ganzen MP3. Boah, ein ganz neuer Gegnertyp, den kenne ich selber noch nicht. Und ich habe festgestellt, man muss einfach viel spielen, man muss wissen, welche Farbe, Pillenfarbe beispielsweise, was macht, wie die Gegner drauf sind. Was gut für einen ist und was nicht. Was habe ich da? Deck Cards. Okay. Also wie man sieht, das kenne ich alles noch gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Und ich finde halt das Design unsterblich. Ich könnte nur so Spiele spielen und wer viel Zeit hat und Bock auf so einen Style hat, dem kann man nur Newgrounds empfehlen. Da führt ja gar kein Weg dran vorbei. So, jetzt gehen wir mal unten lang. Das ist zum Beispiel auch ein sehr krasser Gegner. Muss auch das Häufchen noch zerstören. Man kann leider keine Demo runterladen, aber deswegen versuche ich euch zu zeigen, wie das Spiel funktioniert und ob man das gut heißen kann oder nicht. Ich für meinen Teil kann es gut heißen. Man sieht auch, wenn viele Gegner da sind, dann hängt ein bisschen das Spiel jetzt. Aber das hängt wirklich nur damit zusammen, weil ich gleichzeitig aufnehme. Und ich die Grafikqualität auf das Maximum gestellt habe. So, jetzt gehen wir doch mal hier hin. Sehr krasser Gegner, wie ich finde, mit dem nicht zu spaßen ist. Verdammt. Das war aber haarscharf, ja. Man muss auch immer die Taktik für jeden Gegner finden.
Man kann auch Power-Ups finden, wie zum Beispiel, dass die Tränen weiter fliegen oder dass man schneller ist. Oha. Lippenstift. Yay. Range up. Ja. Dann geht's weiter, würde ich sagen. Wie viel Zeit haben wir denn? Ah, nicht mehr so viel Zeit. Also eine Stage kann ich euch noch zeigen. Dann muss ich mich auch schon wieder verabschieden. Alles klar, hier kann ich euch auch noch was zeigen, wenn man eine Bombe hier platziert, dann haut es den Stein in die Lücke und sogar in den Geheimgang. Sehr cool. Fliegen sind wirklich gemeine Gegner, weil sie sind schnell, klein und können über alles hinwegfliegen. Gut, natürlich sind sie nicht sehr stark. Na? Wer bist du? Ich habe leider keine Bomben für dich. Dazu. Interessant. Ah, noch mehr von diesen Scheißfliegen. Tja, so schnell geht es, liebe Leute. Und ich würde sagen, ja, bis Level 2 bin ich gekommen, jetzt nicht so wahnsinnig weit oder bis Level 3. Aber ich denke, auch wenn wir jetzt noch Zeit hätten, lohnt es sich nicht nochmal anzufangen. Ich kann euch aber zeigen, die Collection. Hier gibt es alle Items, die man finden kann. Und dann gibt es noch zusätzlich dazu Statistiken. 63 Secrets gibt es. Schon 11 Kills habe ich, 36 Items gefunden. Wie gesagt, noch ganz am Anfang des Spiels. Ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen heute. Nächstes Mal werdet ihr sehen, wahrscheinlich Castle Crashers, welches ich dann in einem Multiplayer spielen werde, einzeln. Und da werden wir auf jeden Fall euch mehr zeigen, weil dieses Spiel hat mit seinen 5 Jahren Entwicklungszeit viel zu bieten. Gibt es als Xbox Live Arcade-Titel, besitzt wahrscheinlich jeder, der eine Xbox hat. Wobei es das jetzt auch für PlayStation gibt seit einiger Zeit. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Mir gefällt es sehr gut und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zocken. Man sieht sich. Bis auf dann.